mal hier. So. Am nächsten Morgen. Moment mal, da stimmt glaube ich noch was nicht. Ein Moment. Also entweder OBS spinnt gerade rum oder... Ja, ich glaube OBS spinnt gerade ein bisschen rum. Wieso machst du das OBS? Moment mal. Nee, der will irgendwie die Screens nicht weitermachen, warum auch immer. Warum machst du das? Ach, wie ich das wieder liebe. So, jetzt geht's wieder. Also dann. Guten Morgen, Kilian. Hast du letzte Nacht gut geschlafen? Ich für meinen Teil wie ein Stein. Mir war auch überhaupt nicht kalt. Es geht doch einfach nichts über ein Nickerchen in den eigenen vier Wänden. Einfach himmlisch. Und jetzt, wo wir unser eigenes Zuhause haben, sollten wir uns als nächstes daran machen, unser Paradies auszubauen. Ich würde unser Paradies gerne mit diversen Einrichtungen versehen. Einrichtungen? Ganz genau. Zum Beispiel Felder, um Bären anzubauen. Oder Dojos zu Trainingszwecken. Mir schwebt da allerlei nützliches Zeug vor, das uns bei unseren Abenteuern eine große Hilfe sein wird. Nun, da es hier von mysteriösen Dungeons ja nur so zu wimmeln scheint, ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass wir auf einen solchen stoßen, wenn wir hier wie ein wenig graben. Nichts ist unmöglich. Auf jeden Fall müssen wir dieses Grundstück erstmal ordentlich umgraben. Um es richtig erschließen zu können. Und außerdem müssen wir Freunde finden, auf die wir uns verlassen können. Mit zwei weiteren Freunden an unserer Seite könnten wir bereits als Team registrieren lassen. Im Team macht so ein Abenteuer doch erst richtig Spaß, nicht wahr? Wobei ich damit aber nicht sagen möchte, dass wir jedes x-beliebige Pokémon in unser Team aufnehmen sollten. Aber ein paar Freunde wären schon etwas Feines. Freunde, auf die man sich verlassen kann. Andererseits soll man auch nichts überstürzen und immer schön eins nach dem anderen machen, habe ich recht? Schritt für Schritt wird unser Traum Wirklichkeit werden. Also okay, dann nichts wie ran an die Arbeit. So. Hey Morlord, guten Morgen. So früh schon auf den Beinen? Morgen zusammen. Ich habe darauf gewartet, dass ihr beiden endlich aus den Federn kommt. Huch? Du hast auf uns gewartet? Folgt mir einfach. Da wären wir. Dabei handelt es sich um ein Infobrett? Ah, genau. Ein kleines Geschenk von mir. Ich habe es auf den Namen Job-Infobrett getauft. Wieder mal sehr kreativ. Ein Blick darauf verrät euch alles Wichtige zu eurem Abenteuer. Das heißt, zu Jobs, bei denen ihr miesen Schuften das Handwerk legen müsst. Oder euch um Anfragen von Leuten aus der Gegend kümmern müsst. Kurzum, eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben. Verstehe. Erfolgreich abgeschlossene Jobs bringen uns Geld und Items ein. Das stimmt. Ach übrigens... Ich habe hier auch so eine Lagertruhe wie die in Raststadt herbringen lassen. Ihr könnt sie nutzen, um dort Geld oder Items abzulegen. Ich bin vom heutigen Tage an übrigens auch stolzer Besitzer eines Ladens. Noch habe ich nicht allzu viel im Angebot. Aber wenn ihr vorbeischaut und mich ansprecht, werde ich euch gerne zeigen, was ich alles zum Verkauf anbiete. Zögert nicht, bei mir einzukaufen, wenn euch was fehlt. Hab vielen Dank, Morlord. Du bist uns wirklich eine große Hilfe. Sag mal, warum bist du nur so nett zu uns?
Immerhin hast du uns ja schon dabei geholfen, unser Haus zu bauen. Das weiß ich auch nicht so recht. Vielleicht, weil ihr beide mit so viel Begeisterung bei der Sache seid. Wenn ich euren Tatendrang sehe, dann kann ich einfach nicht anders, als euch meine Hand zu reichen. Nun, normalerweise bin ich ja nicht so leicht zu beeindrucken. Aber bei eurem Anblick geht einfach etwas von eurer Euphorie auf mich über. Aber zurück zum Wesentlichen. Ich werde euch noch kurz erläutern, wie ihr das Jobinfobrett am besten nutzt. Und hallo Crow, schön, dass du da bist. Wie ihr sehen könnt, sind hier in dieses Brett allerlei Job-Memos geheftet. Sucht euch einen Job aus, der euch zusagt und reißt das entsprechende Memo vom Infobrett ab. Und danach müsst ihr das Memo nur noch am Jobschalter abgeben. Ja, um genau zu sein, müsst ihr es Azumarill geben, das am Schalter sitzt. Das wäre alles. Sagt mir Bescheid, wenn es losgehen kann. Und im Nu könnt ihr auch schon zum Dungeon eures jeweiligen Jobs aufbrechen. Das war im Großen und Ganzen alles, was ihr wissen müsst. Wählt doch am besten gleich mal euren ersten Job aus, aber trefft eine Wahl, die euch in guter Erinnerung bleiben wird. Überlässt du das erste Mal mir, Kilian? Tja, wer die Wahl hat, hat die Qual. Ah, ich hab's. Das hier klingt doch super. Jetzt brauchen wir nur noch Azumarill das Memo geben und das war's, stimmt's? Willkommen am Jobschalter, ihr beiden. Für welchen Job habt ihr euch entschieden? Für diesen hier, bitte. Sehr wohl, eine ausgezeichnete Wahl. Ich treffe derweil die nötigen Vorkehrungen. Nanu, das Portal öffnet sich automatisch? Das Jobportal hat sich aufgetan. Viel Erfolg euch beiden. Das war doch richtig, oder? Ja, besser hätte ich es auch nicht machen können. Jetzt müsst ihr nur noch das Portal passieren, um zum Dungeon zu gelangen. Aber sag mal, Domi, für welche Jobart hast du dich eigentlich entschieden? Ich bin nämlich sehr neugierig, musst du wissen. Und, WB Leon, schön, dass du wieder da bist. Darf ich einmal nachschauen? Dann wollen wir doch mal sehen. Zu Hilfe, ich stecke im Klopfberg fest. Ich dachte, dass ich einen Berg dieser Größenordnung ohne Mühe meistern könnte. Und ehe ich mich versah, hatte ich mich auch schon verlaufen. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wäre wohl jemand so nett, mich aus meiner misslichen Lage zu befreien? Gezeichnet, Domiesel. Ist das nicht ein bisschen öde? Da habe ich aber schon weitaus spannendere Jobs gesehen. Das gleiche gilt im Prinzip auch für den Lohn, der euch erwartet. Da macht sich die ganze Mühe ja kaum bezahlt. Seid ihr euch ganz sicher, dass das euer erster Job werden soll? Ja. Immerhin scheint Domiesel das Pokémon zu sein, das am tiefsten in der Patsche steckt. Wie hoch der Lohn letztendlich sein wird, kümmert mich wenig. Mir geht es einzig darum, Pokémon zu helfen, die in Schwierigkeiten sind. Selten war ich so gerührt. Ihr seid wirklich zwei besondere Pokémon. Jetzt braucht ihr euch bloß noch zum Dungeon begeben. Los, ihr beiden, macht euch rasch auf, das arme Dummiesel zu retten. Jawohl. Auf geht's, Kilian. So, die Musik, die wir hier übrigens im Hintergrund haben, das ist das erste von drei Themes, die wir hier im Pokémon-Paradies haben. Aktuell haben wir hier nur so mehr oder weniger den Hintergrundrhythmus, der hier drin sind. Je weiter wir das Paradies ausbauen, desto mehr kommt dann noch dazu. Bei der zweiten Melodie ist dann noch die Gitarre mit dabei und erst im letzten Theme kommt dann tatsächlich die Melodie mit dazu. So, Items. Was haben wir denn hier überhaupt dabei? Hier reichen mir drei Sinelbeeren. Und recht viel mehr habe ich eh noch nicht in meiner Kiste drin. Morlord, verkaufst du denn irgendwas? Du hast zwar einen Stopper und einen Vitalorb, aber ich habe gerade einfach noch ein bisschen zu wenig Geld. Na gut, können uns hier auch noch ein bisschen umschauen. Ja. Wird hier später noch ein bisschen anders aussehen alles. Okay. Ja, dann wollen wir uns mal auf den Weg machen.
Der Klopfberg. Einer meiner Lieblingsdungeons, weil es hier so eine schöne Musik gibt. So. Bevor wir hier irgendwo hingehen, verkloppen wir erstmal die beiden Kollegen hier. Bam, 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 bam. Natürlich schrecke ich zurück. Raserei, ich habe gehört, das ist neue Meta. Und ich bin Level 10. Ich lese hier nur nebenbei wieder den Chat durch. Okay, Pikachu lernt Donnerwelle. Dafür machst du einfach mal den Routenschlag weg, weil Heuler ist im Zweifelsfall noch eine nützliche Attacke, wenn es darum geht, den ganzen Raum zu schwächen. Okay. Na gut, dann gehen wir halt erstmal in die Richtung. Ja, Proto-Übernahme ist immer die neue Meta. Die ist so neu, dass sie schon wieder alt ist. Und wenn überhaupt, wäre es Z-Übernahme. Ein Flea-Orb. Aka ein Item, das ich nie brauchen werde. Ich schaue mich hier auf der Ebene noch ein bisschen um. Klopfberg, den genieße ich ein bisschen. Okay. Ja, Whitey Blubber ist immer eine super Attacke. Und Jox sowieso. Meine Jock gibt Lethal. Zwar nicht unbedingt immer für dich, aber er gibt Lethal. Was? Die Musik ist lauter als ich. Soll ich die Musik ein bisschen leiser schreiben? Also ich kann die Musik schon ein bisschen leiser machen, wenn du willst. So. Es kann aber auch ein bisschen daran liegen, dass die Musik vom Klopfberg allgemein sehr laut ist. Okay, Leon, du sagst, die Musik passt so. Okay. Dann glaube ich dir das jetzt einfach mal so. Okay.
Also ich habe die Lautstärke gerade auf 20%. Nee, Leon, Aquaknarre nicht. Blubber ist besser. Wir haben die ganze Zeit über die Augen offen gehalten. Aber keine Spur von Dummiesel. Vielleicht müssen wir noch ein Stück weitergehen. Wer ist da? Wer ist dort drüben? Dummiesel? Nein, offensichtlich nicht. Aber er sieht mir jetzt auch nicht wie feindselige Pokémon aus. Hast du gerade Dummiesel gesagt? Wir suchen nämlich nach Dummiesel und zwar im Rahmen eines Jobs. Job? Ach, du meinst das Infobrett und so. Es gibt also tatsächlich Pokémon, die für so einen niedrigen Lohn arbeiten? Vielen Dank. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Ich bin Imolga. Auch ich suche Dummiesel. Dummiesel ist mein bester Freund. Aber, naja, er ist ein Angsthase und er macht immer alles falsch. Eigentlich braucht er bei allem, was er tut, die Hilfe von jemand anderem. Daher habe ich mir Sorgen gemacht und bin ihn suchen gegangen. Solltet ihr beide ihn zuerst finden, kümmert euch bitte um ihn. Bis dann. Dummiesel sorgt ja ganz schön für Aufruhr. Wie dem auch sei, er braucht Hilfe, also helfen wir ihm. Gehen wir weiter. Ah ja, Willi, du wolltest eigentlich Clone Wars gucken. Okay. Ja, ich und meine Pandas, wir sind immer interessanter. So. Hier gehen wir jetzt die Strickleiter nach unten und sind wieder am Anfang des Dungeons. Von hier aus kann ich offenbar nicht hinaufklettern. Oh, bei der ganzen Aktion vorhin sind mir alle Attackenpunkte resettet worden. Nett. Little Minip. So, dann müssen wir jetzt noch die Westhöhle machen. So. Und was habt ihr alle heute so Schönes gemacht? Ein Kecleon-Laden. Wie viel Geld habe ich? 708. Das ist nicht wirklich viel. Und es ist echt schade, dass hier ein Kalzium liegt und ich nicht genug Geld dafür habe. Ein Wankelband. Grimmsamen wäre interessant. Spezialband habe ich nicht genug Kohle für. Ich bin am Überlegen, den Grimmsamen hier mitzunehmen. Die Dinger sind nämlich ganz praktisch. Okay, also meine Prüfung lief eigentlich ganz gut.
habe zumindest auf ziemlich alle Fragen eine Antwort gehabt und aktuell werde ich von einer Fliege belästigt. Die nervt mich heute schon den ganzen Tag und will nicht abziehen und schwirrt die ganze Zeit um mich rum. Hau ab, Fliege. Und vor allem schwirr nicht vor meinem DS rum. Immer diese Fliegen. Also, Proto, das ist definitiv kein Freund. Okay, da hinten ist auch keine Treppe. So, das heißt, für die Treppe bleibt ja nur noch eine einzige Möglichkeit, wo sie sein kann, nämlich hier. So. Zwei Pflanzen-Pokémon hier. Schaden. Das tut doch weh. Ja, Leon, ich würde die Fliege schon gerne wegsmorgen, aber die Fliege spielt die ganze Zeit Taunt. Hier noch irgendwo was? Nö. Ein Kindwurm. Yay, Level 11. Aber Leon, Spellbreaker spielt man doch nicht in Agro-Decks. Der ist viel zu teuer. Ich kann Nassmacher lernen. Nein, danke. Ich melde mich dann, wenn ich mal wieder Platz für nutzlose Attacken in meinem Moveset habe. Okay, Proto, dann möchte ich das nächste Mal, dass du mich mit der Attacke Nassmacher besiegst, wenn die viel zu OP ist. So, dann, ich habe schon gesehen, dass da hinten noch irgendwas rumrennt. Nochmal ein Kindwurm, sehr schön. Otaro-Team mit Nassmacher. Aber dann keine anderen Attacken, ne? Machen wir mal lieber einfach. Keine Lust hier zu verrecken. Ich habe schließlich noch keine Belebersamen oder ähnliches dabei. Boah, diese Fliege, ey. Und da hast du es. Blubber neue Meta. Ein Heilsamen, sehr schön.
Und eine Maronbeere. Das Einzige, was ich in diesem Dungeon hier tatsächlich nicht mag, ist die Tatsache, dass es hier fast nur wasserresistente Pokémon gibt hier. Ein Erstarrorb. Gehen langsam die Tackle-Attackenpunkte aus. Gut. Ich bin jetzt mal doch mal die Aqua-Knarre. Macht ja auch gar nicht so schlecht Schaden. Okay, hier geht's nicht weiter. Also gut, den Turbodreher kann ich ja verstehen, Leon, aber Panzerschutz? Also hier ist Dummesel wohl auch nicht. Sollen wir noch etwas weitergehen? Nanu? Kilian, dort drüben. Sieh nur, da leuchtet etwas. Wow, sind die schön. Sind das vielleicht Kristalle? Sie sind transparent und trotzdem reflektieren sie das Licht so stark. Wenn man in einen von ihnen hineinschaut, sieht man sich selbst wie in einem Spiegel. Probier es doch auch mal, Kilian. Stimmt. Ich kann mich klar und deutlich in diesem durchsichtigen Kristall sehen. Und dabei wird mir erneut bewusst, dass ich jetzt ein Otaro bin. Damit könnten wir unser Haus dekorieren. Nehmen wir doch ein paar davon mit. Danke fürs Warten, Kilian. Los, gehen wir weiter. So. Okay, Attackenpunkte sind wieder aufgefüllt. Zwischensequenzen sind manchmal toll. Natürlich verwirrst du mich mit dem Ding. Komm, hier runter will ich und einmal um die Ecke schießen. Okay, hier ist nix. Oh Mann, Leon, musste der Kommentar jetzt sein?
Wir sind inzwischen ganz schön weit oben. Oh, Kilian, da drüben. Das da drüben, ist das nicht Dummiesel? Gehen wir doch mal rüber. Was mache ich jetzt bloß? Ah! Du bist doch Dummiesel, oder? Ja. Sehr schön. Wir haben deinen Aushang am Jobinfobrett gesehen und sind gleich los. Wir sind hier, um dich zu retten. Danke. Vielen lieben Dank. Ich bin euch wirklich wahnsinnig dankbar. Keine Sorge, alles wird gut. Ein Glück, dass dir nichts passiert ist. Dummiesel! Emolga! Was bin ich froh, dich zu sehen. Hier warst du also. Ihr habt ihn gefunden, richtig? Vielen Dank euch beiden. Wir stehen tief in eurer Schuld. So, damit hätten wir den Klopfberg gemeistert. Ach, Leon. Und nein, Spiel, ich will immer noch keine Pause machen. Ich habe vorhin schon eine gemacht. Kilian, Tommy, vielen herzlichen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Ein Plosivsamen, ein roter Schlüssel, 100 Poke. Ja, immerhin etwas. Kilian, Tommy, euer erster Job war sogleich ein Erfolg. Ist das nicht wundervoll? Ja, vielen Dank, Morlord. Ich bin froh, dass wir dich gefunden haben. Aber mach keinen solchen Unsinn mehr, ja? Ja, ich weiß. Ich würde ja auch lieber andere retten, als immer nur gerettet zu werden. Aber ich bin zu schwach. Ich bin viel zu ängstlich und verliere im entscheidenden Moment die Nerven. Ich versage ständig und bin am Ende auf die Hilfe von anderen angewiesen. Ich bin wohl einfach nicht zum Abenteurer geboren. Das ist doch gar nicht wahr. Es stimmt schon, dass du ängstlich bist und daher oft alles schief läuft. Aber du hast das Herz am rechten Fleck. Und das ist heutzutage ziemlich selten. Du möchtest also auch Abenteurer werden, Dummiesel? Ja. Es ist ein großer Traum von mir, Abenteurer erster Güte zu werden. Ich will viele verschiedene Orte besuchen. Aber am liebsten möchte ich Pokémon in Not auf der ganzen Welt helfen. Ich möchte Pokémon in Schwierigkeiten Mut machen und Hoffnung geben. Ich möchte einfach allen eine Hilfe sein. Naja, zumindest ist das mein Traum. Aber Wunsch und Wirklichkeit sind zwei Paar Schuhe. Mir will nicht so recht gelingen. Ach, das stimmt doch gar nicht. Ein wirklich toller Traum, den du da hast. Keine Sorge. Wenn du alles gibst, wird dein Traum in Erfüllung gehen. Warum bist du wieder auf den Klopfberg gegangen? Ich wollte ein Kristall. Ich habe gehört, dass die Kristalle im Klopfberg schön sein sollen. Kristalle? Moment mal. Du meinst doch nicht etwa... Jetzt erstmal kurz die Flashback nutzen, um den Chat nachzulesen. Ja, Leon braucht Hobbys, das stimmt. Doch nicht etwa, wir haben vorhin ein paar mitgenommen, als wir den Kraftberg geklommen haben. Na bitte, das sind sie ja. Meinst du diese hier? Ja, genau. Das ist er. Der Kristall, den ich so gerne hätte. Der ist ja wirklich wunderschön. Ja? Dann schenke ich ihn dir. Was? Im Ernst? Na klar. Ich habe die Kristalle bloß mitgenommen, weil ich sie hübsch fand. Aber wenn du einen haben willst, dann schenke ich ihn dir gerne. Danke. Aber weshalb wolltest du den Kristall denn? Weil ich... Also... Ach so, das ist also der Grund. Du Spitzbube, darum geht es dir also. Worum geht's? Viridium.
Auch heute sieht Seife wieder bezaubert aus. Ja, sie blendet einen förmlich. Eine wahre Schönheit eben, was? Absolut, fast so schön, um wahr zu sein. Sie ist so schön hochgewachsen, elegant und so cool. Ach ja, da muss man doch einfach in Schwärmen geraten. Sieht ganz so aus, als würde die holde Dame ins Restaurant gehen. Hallo und willkommen. Oh, liebste Viridium. Boah, ist das Viridium? Ist der Platz noch frei? Aber selbstverständlich. Kommt, wir gehen auch ins Restaurant. Nee, sorry, Proto, der mexikanische Akzent ist einzig und allein für Lombrero reserviert, auch wenn er in diesem Spiel gar nicht drin ist. Viridium, also irgendwie bist du heute noch liebreizender als sonst. Vielen Dank, Jungs. Bitte sag mir, dass du für immer in Rastatt bleibst, Viridium. Ich überlege es mir. Viridium, wohin haben dich deine Abenteuer heute verschlagen? In eine Höhle im Osten. Aber es hat sich leider nicht gelohnt. Ich bin mit leeren Händen zurückgekehrt. Vielleicht habe ich als Abenteurer nachgelassen. Das ist lächerlich. Der blöde Dungeon hat dich bestimmt nur um deine Schönheit beneidet. Und dich daher nicht mit herumliegenden Items und Schätzen bedacht. Ja, so muss es gewesen sein. Irgendwie erinnert dich Viridium an die letzte Snitch. Okay. Also, sie ist ja echt wahnsinnig beliebt. Dieses Pokémon namens Viridium ist also die Glückliche. Genau. Dummiesel hat Viridium von der ersten Sekunde an bewundert. Er will unbedingt mit ihr befreundet sein. Verstehe. Die Kristalle wollte er so haben, damit er ihr einen schenken kann. Dummiesel, das ist deine Chance. Geh zu ihr und gib ihr den Kristall. Was? Das kann ich nicht. Ich wäre ja wirklich gern mit Viridium befreundet, aber ich habe einfach nicht den Mut, sie anzusprechen. Sie würde mich ja doch nicht beachten. So ein Quatsch. Du machst das schon. Wir gehen jetzt zu ihr rüber und ich spreche sie für dich an. Los, auf geht's. Was? Keine Sorge, das wird schon. Komm jetzt. Leute, wartet. Verstehe. Du bist also erst vor kurzem in diese Stadt gekommen, Viridium. Und du bist bis zu diesem Zeitpunkt bist du nach Lust und Laune umhergereist? Naja, so kann man es auch sagen. Natürlich reise ich nicht ganz ziellos umher, aber es stimmt, dass es bei mir im Großen und Ganzen immer der Nase nachgeht. Ich bin herumgekommen, weil es hier etwas gibt, was ich sehen wollte. Und das wäre? Der Regenbogen der Hoffnung. Regenbogen der Hoffnung? Der Regenbogen der Hoffnung, davon habe ich auch schon gehört. Also früher war der Regenbogen eine echte Attraktion in dieser Gegend hier. Man konnte ihn wirklich sehr oft über der Stadt sehen. Das mysteriöse Schauspiel, wenn sich seine Bögen überschneiden. Ach, das war schon immer ein Spektakel. Da wurde einem so richtig warm ums Herz. Ja, alle, die hier leben, liebten es, den Regenbogen zu betrachten. Und wir hofften jedes Mal, ihn auch am Tag darauf wiederzusehen. Da war dieses Gefühl, über sich hinauswachsen zu können. Gerade weil man die Hoffnung auf einen Morgen hatte, konnte man alles geben. Der Anblick des Regenbogens gab jedenfalls jedem von uns Hoffnung. Und so fingen wir an, ihn irgendwann den Regenbogen der Hoffnung zu nennen. Habe ich schon mal erwähnt, dass die Leute hier in dieser Welt sehr kreativ mit ihrer Nomenklatur sind? Aber in letzter Zeit fehlt von ihm leider jede Spur. Ich weiß ja nicht, ob er am Ende etwas mit diesen vermaledeiten Dungeons zu tun hat. Ich weiß nur, dass der Regenbogen nicht mehr am Himmel erscheint. Auch ich habe Gerüchte gehört, dass der Regenbogen würde nicht mehr erscheinen. Aber ich wollte ihn dennoch unbedingt sehen.
Ich hatte die Hoffnung, er könnte wieder zurückgekehrt sein. Deshalb kam ich her. Aber dem war nicht so. So ein Pech. Ja, das ist wirklich schade. Den Regenbogen der Hoffnung. Also den hätte ich auch gerne gesehen. Ach ja. Übrigens, Viridium. Ich kenne da ein Pokémon, das wäre sehr gern mit dir befreundet. Ach ja? Ja. Also, hier. Dieser Kristall ist ein Geschenk für dich, Viridium. Ein Geschenk? Ganz genau. Bitte, lass uns Freunde sein. Danke. Ich bin gerührt. Aber das ist wirklich lieb von dir, aber ich kann das nicht annehmen. Was? Ich schließe keine Freundschaften. Es tut mir leid. Was? Weißt du, diese Welt, in der wir leben, ich glaube einfach nicht an Freundschaft. Wenn du wenigstens stark wärst, könnten wir vielleicht Gefährten sein. Wenn du stark wärst, könnten wir uns gegenseitig aushelfen und unterstützen. Aber du bist nicht wirklich stark, oder? Dummiesel? Ich... Dummiesel. Viridium, was bildest du dir eigentlich ein? Wie kannst du so etwas sagen? Du hättest sein Freundschaftsangebot auch einfach annehmen können, oder? Ah. Also, Imolga hat absolut recht. Findest du nicht, dass das eben echt gemein war? Die Welt ist voller Lügner und Betrüger. Man kann an nichts mehr glauben. Und wenn jemand mal nett zu dir ist, fühlt er bestimmt etwas im Schilde. Man kann nicht jedem trauen, nur weil er einmal mit Worten schmeichelt. Freundschaften enden letztendlich doch nur in Enttäuschung und Schmerz. Deswegen schließe ich keine. Aber das ist ja schrecklich. In der Welt von heute geht es leider nicht anders. Das seht ihr doch wohl ein. Hahaha, er hat einen Korb bekommen. Dummiesel hat einen Korb bekommen. Hey, hast du das gerade mitbekommen? Ja, habe ich. Da haben wir doch einen neuen Kandidaten. Sollen wir ihm folgen? Na, sicher doch. Was? Was ist denn los mit euch? Was ist daran so komisch? Also, um die Wahrheit zu sagen, wir alle hier haben bereits einen Kopf von Viridium bekommen. Was? Wie bitte? Alle hier? Soll das heißen? Nicht doch. Auch du? Auch du, Svaroness? Wer weiß. Sei es drum, ein zu lieb reizendes Geschöpf. Wir würden nicht gerne ihr Freund sein. Was? Die Sympathie von Viridium zu gewinnen zu wollen und dabei einen Korb zu kriegen, das ist ja fast schon so etwas wie ein Sport. Eine Tradition, wenn du es möchtest. Nun ja, die Wahrheit ist doch, wenn wir nicht darüber lachen könnten, dann müssten wir jedes Mal heulen. Also wirklich, ihr spinnt doch. Aber sich darüber lustig zu machen, ist wohl unsere Art, mit dem Schmerz umzugehen. Leider hat Dummiesel kein so dickes Fell wie die meisten hier. Kilian, ich hätte mich besser nicht einmischen sollen, was? Tja, jetzt mache ich mir Sorgen um Dummiesel. Gehen wir ihn schnell suchen. Okay, erstmal wieder Chat nachlesen. Viridium x Dummiesel, next porn shit. Okay. Leon, du und deine Kommentare immer. Hallo, mein Name ist Roy und ich bin magiesüchtig. Hallo, Roy! Okay. Leon kicken. Nee. Aber Diapos bannen, ja, das ist immer eine Option.
So. Was haben wir denn hier überhaupt alles dabei? Ich bin im Überlegen, den roten Schlüssel mitzunehmen erstmal, aber... Wir legen hier erstmal ein bisschen was ab. Die Maronbeeren braucht man nicht wirklich. Einen Stab hätte ich gern dabei. Den roten Schlüssel nehmen wir auch mal mit. Heilsamen, warum auch nicht. Und die eine Sinelbeere nehmen wir hier noch mit. Und unter Umständen mal ein Top-Elixier, wer weiß, wofür wir das mal brauchen. Dauert ja noch bis Level 17, bis ich meine nächste sinnvolle Attacke kriege. Kilian, lass uns noch ein bisschen gründlicher in Raststand nachforschen. Wer weiß, vielleicht hält es sich ja noch irgendwo hier auf. Okay, muss ich also in der Raststadt mich umschauen. Wir können uns ja mal die ganzen Händler anschauen. Was? Viridium? Ja, klar, ist schon echt eine hübsche. Aber was kümmert mich das? Ich interessiere mich nur für sie. Ich interessiere mich nur für die eine. Ich habe nur Augen für sie. Chillabel! Hä? Ihr seid immer noch hier? Das ist mir jetzt aber peinlich. Hätte ich das vorhin erwähnen sollen, aber mein Laden hat immer noch zu. Aber die Renovierungsarbeiten werden jetzt wohl nicht mehr so lange dauern. Habt also bitte noch etwas Geduld. Ja, Ramaidon, der gute alte Boxknacker. Und der ist verliebt in die gute Chillabel hier. So, dann schauen wir uns hier doch nochmal ein bisschen um. Okay, Echnatoll ist auch noch gar nicht hier. Gut, wir können auch noch gar keine Goldbahn finden, soweit ich es weiß. Die kommen ja erst später. Hallo, Linfu. Hier oben, schön auf dem Hügel. Ich mag Raststadt übrigens. Du Miesel? Den habe ich nicht gesehen. Wir waren die ganze Zeit hier und haben gespielt, aber niemand ist vorbeigekommen. Wie? Ein Pokémon namens Dumiesel? Nein, habe ich leider nicht gesehen. So. Also Liam, was hast du denn gegen Chillabel x Ramaidon? Also, die beiden passen doch wirklich zusammen wie die Faust aufs Auge. Weit und breit keine Spur von Dummiesel. Meine Güte, wo mag er bloß stecken? Oh, Morlord, du kommst wie gerufen. Was gibt's? Dir ist nicht zufällig Dummiesel über den Weg gelaufen, oder? Dummiesel? Ach, ihr meint das kleine Pokémon, dem ihr aus der Patsche geholfen habt, stimmt's? Ja, ich habe ihn eben noch gesehen. Echt? Und wo? Wir sind dort hinten aneinander vorbeigelaufen. Er war mit Pokémon unterwegs, die ich noch nie gesehen habe. Während ich so durch die Gegend lief, konnte ich ein paar Gesprächsfetzen der drei aufschnappen. Du willst also stärker werden, was? Das lässt sich schon was machen. Wir werden dir deinen Wunsch erfüllen. Wirklich? Aber sicher doch. Wir kennen da eine bombensichere Methode, um stärker zu werden. Ach, übrigens, hast du etwas Geld dabei? Ja. Ausgezeichnet. Wir sind die Gebrüder Gladiantri. Sehr erfreut, dich kennenzulernen. Ein kleines Stück von hier entfernt liegt ein Ort, den man die Karkschlucht nennt. Dort kann man nach Herzenslust trainieren und sich austoben. Lass uns gleich mal hingehen. Das war es im Großen und Ganzen, was ich von ihrer Unterhaltung mitbekommen habe. Und mit diesen Worten sind alle drei dort irgendwohin verschwunden. Wirklich? Wie furchtbar. Mein Bericht scheint euch ja sehr zu überraschen. Hätte ich nicht gedacht. Obwohl, da fällt mir ein, dass eben ein anderes Pokémon ganz ähnlich reagiert hat wie ihr, als es die Geschichte von diesem Dummiesel hörte. Wie? Ich spreche von Emolga. Als ich ihm erzählte, was mit Dummiesel passiert ist, hat er genauso verstört reingeschaut wie ihr gerade. Er wurde kreidebleich im Gesicht und lief wie von einer Tarantel gestochen davon. Kilian! Ja,
Dummiesel ist in Gefahr. Sie haben auch ganz sicher von der Karkschlucht gesprochen, ja? Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Wartet. Was ist denn heute bloß mit alle gefahren? Immer noch diese blöde Fliege. Kannst du mich nicht einfach mal in Ruhe lassen hier? Es besteht wohl leider kein Zweifel. Getrieben von falschen Versprechungen, er könnte stärker werden, ist er dann diesen üblen Gesellen gefolgt. So muss es abgelaufen sein. Und im Molga wird sich aus lauter Sorge um seinen Freund direkt auf den Weg zur Karkschlucht gemacht haben. Kilian, unsere Hilfe wird benötigt. Wir müssen schleunigst zur Karkschlucht. Jupp, und ich würde sagen, wir schauen nochmal ganz, ganz kurz. Ach, Morlot ist ja gar nicht da. Stimmt. Safcon X Direpass. Ja, gut. Kecleon, hast du denn irgendwas, Okay. Die Singelbeere würde ich hier gerne mitnehmen. So. Mehr will ich aber auch gar nicht dabei haben. Was, Proto? Dein Spiel ist abgeschmiert? Ja, Leon, es ist ein Keck-Leon. Genauso wie du auch ein Keck-Leon bist. So, wohin soll die Reise gehen? In die Karkschlucht. Ja, Proto, dann sage ich mal mein Beileid. Also ich darf ab jetzt die Taktik meiner Teamkollegen anpassen. Interessant. Kann ich jetzt eigentlich schon... Also hier kann ich ja nur Ja oder Nein machen. Okay. Okay, hier haben wir die Taktikwahl. Ich glaube wirklich, dass ich das erst später freigeschalten bekomme, was ich hier haben will. So, hier wollen wir uns auch mal ein bisschen umschauen. Oha, so viele Pokémon. Hier ein kleines Top-Elixier. So. Ich habe das Gefühl, dass ich hier sowieso in eine große Sackgasse laufe. Dann sprinten wir hier mal wieder zurück. Ich kann mal wieder den intelligentesten Partner aller Zeiten. Haut auf den Geist-Pokémon mit Normalattacken drauf. Thank you.
Ups, eigentlich wollte ich jetzt Gewissheit machen. Was haben wir hier noch? Leerer Raum, okay. So, was steht hier jetzt schon wieder im Chat? Und hallo Pokefreak, schön, dass du wieder da bist. Wenn du das so meinst, Leon, klär das mit ihm. Ausreichend. So. So perfekt wie Nutella auf Pizza. Also, ich habe schon Schokoladenpizza gesehen, Proto. Ich kann mir vorstellen, dass Nutella dort sehr gut drauf passt. Das ist eins von unseren super starken Pokémon, die nicht aufwachen, selbst wenn man neben sie geht. Geben sau viel IP, wenn man sie kaputt haut, aber aktuell weiß ich nicht, ob ich das schon packe. Ich würde gerne erstmal das Lichtel da oben wegkriegen. Vergiftet. Moment. Ich glaube nicht, dass Passiv wäre gerade nicht nötig. Immer schön um die Ecke schießen. Auch wenn es nicht unbedingt effektiv ist. So. Oh, Flapterix. Ich habe langsam keine Attackenpunkte mehr von meiner Aquaknarre. Kriege ich den so?
Okay. Ihr seid jetzt gerade so still im Chat. Sagt doch mal wieder was. Ja, natürlich hat er. Proto, das halte ich für ein Gerücht, dass dein Name Kilian ist. Aber Otter sind toll. Cheater-Taktiken. Immer diese Blasphemie hier im Chat. Okay, ich glaube, so langsam ist es mal an der Zeit, ein Top-Elixier zu nehmen. Es waren noch nicht hundertprozentig alle Attackenpunkte aufgebraucht, aber zum Großteil. Hm? Das ist eine gute Frage, Leon, warum die in den quadratischen Feldern laufen. Wahrscheinlich, weil das Spiel es ihnen so vorschreibt. Und sie haben anscheinend kein Money, um die Rules zu screwen. Denn? Ich denke, dass ich lieber umkehren sollte. Woher der plötzliche Sinneswandel? Dass ich mich in Rastatt ein wenig habe überrumpeln lassen. Ich habe unüberlegt gehandelt. Als ich hörte, dass ich im Nub stärker werden können, habe ich ohne nachzudenken Ja gesagt. Deshalb bin ich euch bis hierher gefolgt, aber einfach so stark zu werden ist wohl doch nicht wirklich das, was ich möchte. Und außerdem denke ich, dass es unmöglich ist, einfach so mir nichts, dir nicht stark zu werden. Deshalb werde ich nun umkehren. Auf Wiedersehen. Stehen geblieben, du Wicht. Das sieht nicht gut aus. Bist ja ein echter Schnellmerker. Es gibt da nur ein klitzekleines Problem. Deine Einsicht kommt ein bisschen zu spät, findest du nicht? In der Tat. Und wie du so richtig gesagt hast, gibt es natürlich kein Wundermittel, das dich sofort stärker macht. Und uns geht es nämlich nur um eins, und zwar deine Kohle. Los, lass sofort den Zaster rüberwachsen und alle Items, die du bei dir trägst. Aber ein bisschen Dalli. Wenn du schon brav bist und wenn du schon brav tust, was wir dir sagen, kommst du mit dem Schrecken davon. Weh mir. Lasst ja eure Finger von Dummiesel. Imolga. Wenn ihr ihm auch nur ein Haar krümmt, werdet ihr es bitter bereuen. Dummiesel ist nämlich mein Freund. Haha,
So, der Kleine ist also dein Freund. Wie niedlich. Erzähl das doch jemandem, den es interessiert. Sag was, du. Sag, willst du dich im Ernst mit uns anlegen? Glaubst du etwa ernsthaft, dass du gegen uns gewinnen kannst? Mir soll's recht sein. Dann ziehen wir dich auch ab und verdoppeln unsere Ausbeute. Hey, dumm Esel! Hier steckst du also. Dummy. Kilian. Puh, da kommen wir ja gerade noch rechtzeitig. Dummiesel, das von eben tut mir leid. Ich... Dummi. Na, was sagt ihr nun, ihr Maulhelden? Klopft jetzt immer noch so große Sprüche? Das steht, sieht doch schon ausgeglichen aus. Im Molga oder wie auch immer du Knilch dich auch nennst. Ihr fühlt euch jetzt sicher, weil ihr uns zahlenmäßig überlegen seid? Für dich ist der Kampfausgang also nichts weiter als bloße Zahlenspielerei, ja? Herrje, die haben noch nicht etwas in der Hinterhand. Wenn dem so ist, würde ich gerne wissen, was du hierzu sagst. Nun seid ihr an der Reihe. Ha. War? Huch. Na, Imolga, scheint ganz so, als hätte sich das Blatt zu unseren Gunsten gewendet. Tja, und das größere Team gewinnt, nicht wahr? Das nimmt kein gutes Ende. Imolga, und ihr? Ich werde ebenfalls mitkämpfen. Hab keine Angst um mich. Ich werde ganz furchtlos kämpfen, wie ihr es alle tun sollten. Dummiesel. Dummiesel. Gut gesprochen, Dummiesel. Oh, weia. Offenbar seid ihr vollständig von uns umzingelt, nicht wahr? Schluss mit dem Geplänkel. Bringen wir die Sache zum Abschluss. Los, Jungs, auf sie mit Gebrüll! Nicht so schnell. Nanu? Wer ist das? Wer bist du denn? Viridium? Viridium. Gladiantri. Sagtest du nicht eben noch, dass Imolga und seine Freunde umzingelt sind? Aber schau dich doch mal um. Wer ist denn hier umzingelt? Strepoli! Strepoli. Und die beiden Praktibalk. Hey, ihr, Gebrüder Gladiantri. Domi und Kilian sind meine Stammkunden. Habt ihr verstanden? Sollte ihnen etwas zustoßen, wird euch das teuer zu stehen bekommen. Lasst euch das gesagt sein. Ihr solltet euch schämen, Dummiesels Gutgläubigkeit auf diese arglistige Weise auszunutzen, um ihn hierher zu locken. Widert euch euer eigener Anblick im Spiegel nicht eigentlich an? Ihr seid wirklich das Letzte. Ha, als ob wir gegen euren bunt zusammengewürfelten Haufen den Kürzeren ziehen würden. Freunde, sie greifen an. Denen werden wir eine Lektion erteilen. So, okay. Ich habe um mich herum zwei Freunde und zwei Feinde und der Feind hier ist mir definitiv der gefährlichere. Aber das Gute ist, dass wir hier in diesem Kampf eindeutig zahlenmäßig überlegen sind. Züge dauern hier jetzt nur eine halbe Ewigkeit, weil so viele Pokémon ihre Runden machen müssen. Okay, der erste Gegner ist down. Ah ja, stimmt. Wir sind ja hier noch in Gen 5. Da können Elektro-Pokémon sogar noch paralysiert werden. Okay, Dummiesel ist down und eins von den beiden Voltula ist jetzt aber auch down dafür. Okay, zweites Voltula down ist noch ein Gladiantri und die beiden Toxipet. Ja, Toxipet heißen sie.
Okay, und dann war's das auch schon. Und ja, auch der Pimpcrack-Pulli ist wieder dabei. Der ist eigentlich öfter mal da. Die sagen alle immer nur arg. Rette sich, wer kann! Wartet, ihr rückgratlosen Schwächlinge! Lasst uns hier nicht einfach so zurück! Wah! Gewonnen. Wir haben tatsächlich gegen die Schufte gewonnen. Das sollte diesen Gaunern eine Lehre sein. Super! Aber eine Sache verstehe ich trotzdem nicht so ganz. Viridium, Strepoli und Praktibalk. Wie kommt es, dass ihr alle hier seid? Das habt ihr alle allein unserer liebenswerten Viridium zu verdanken. Sie hat uns gesagt, dass Dummiesel in Gefahr ist. Viridium hat euch zu Dummiesels Rettung gerufen? Nun, ich habe euch beide gesehen. Ich sah euch mit Mollort reden. Ich habe selbstverständlich nicht alles verstehen können aus der Entfernung, aber es hat gereicht, um eins und eins zusammenzuzählen. Ich verstehe. Es ist endlich vorüber. Dummiesel, geht es dir auch gut? Ja, ihr habt mich gerettet. Aber ich war naiv genug zu glauben, auf diese Weise stärker werden zu können. Und so bin ich in diesen Halunken auf den Leim gegangen. Was bin ich nur für ein Versager. Red doch keinen Unfug. Wir sind doch unterwegs bereits Zweifel an ihrer Geschichte gekommen. Man könnte im Handumdrehen stark werden, oder? Ansonsten hätten sie sich wohl kaum mitten im Niemandsland mit dir prügeln wollen. Wer weiß, wie der Kampf auf ihrem Terrain ausgegangen wäre. Ach, zum Glück bist du ihnen ja nicht so weit gefolgt. Und außerdem hast du im Kampf keine kalten Füße bekommen. Füße? Seit wann hat Dummiesel Füße? Sondern tapfer bewiesen, was in dir steckt. Hut ab, Dummiesel. Von dir können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Imolga. Bitte verzeih mir. Dass du um jeden Preis stärker werden wolltest, ist ganz allein meine Schuld. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Aber die Welt ist voller arglistiger Gesellen, die nachtrachten, schwachen Pokémon übel mitzuspielen. Hinzu kommt noch, dass du eben ein äußerst leichtgläubiges Pokémon bist. Und als solches wirst du es in dieser Welt nicht leicht haben. Hast du deine Lektion für dieses Mal gelernt? Man darf anderen nicht einfach so blind vertrauen, verstanden? Meinst du wirklich? Ich stimme dir zwar zu, wenn du sagst, dass man nicht einfach jedem dahergelaufenen Pokémon blind vertrauen sollte. Aber das bedeutet doch umgekehrt noch lange nicht, dass man niemandem mehr vertrauen darf. Ist es denn grundsätzlich falsch, anderem Vertrauen zu schenken? Bedauerlicherweise wimmelt es heutzutage nur so von unehrlichen Pokémon, die Böses im Schilde führen. Aber wie soll es sich denn je etwas ändern, wenn keiner den ersten Schritt wagt und auf andere zugeht? Nun, es ist kein Geheimnis, dass es Dummiesel an Kraft fehlt. Er ist schwach, aber er lässt sich nicht unterkriegen und er glaubt an das Gute im Pokémon. Und der Glaube versetzt bekanntlich Berge. Anderen Vertrauen schenken. Und das zeichnet für mich wahre Stärke aus. Das ist zumindest meine Überzeugung. Dummy. Aus diesem Grund wollte ich dich, Dummiesel, und auch dich, Imolga, fragen, ob ihr Interesse hättet, unserem Team beizutreten. Wie bitte? Eurem Team beitreten? Genau. Ich möchte nämlich ein Paradies für alle Pokémon schaffen. Ein Paradies für alle Pokémon? Wir werden gemeinsam allerlei Abenteuer bestreiten und auch viele Schätze finden. Und so einen ereignisreichen Tag nach dem anderen miteinander verbringen. Das ist in wenigen Worten mein Traum von einem Paradies für alle Pokémon. Wow. Doch um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, brauche ich Freunde. Freunde wie euch zum Beispiel. Siehst du das nicht auch so, Kilian? Keine Frage. Bist du dir auch ganz sicher? Willst du jemanden wie mich wirklich zum Freund? Aber gewiss doch. Nun, wenn dem so ist... Ja, dann möchte ich unbedingt dein Freund sein. Tja, was soll ich sagen? Solange Dummiesel einverstanden ist, bin ich auch mit von der Partie. Klasse! Vielen Dank, ihr zwei. Kilian, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft, unsere ersten Freunde zu finden. Kilian, Tommy, ich werde mein Bestes geben.
erschaffen wir gemeinsam ein Paradies auf Erden. Tja, bleibt mir wohl keine andere Wahl. Ich werde ebenfalls alles geben. Auf ins Abenteuer! Entschuldigung, verzeiht bitte, dass ich euch unterbreche. Aber ich würde euch auch echt gerne um einen Gefallen bitten. Dürfte ich eurem Team wohl ebenfalls beitreten? Wie bitte? Unsere bezaubernde Viridium will dem Team von Kilian beitreten? Hey, was soll das denn auf einmal? Hast du nicht allen zu verstehen gegeben, dass du keine Freunde haben willst? Mal hü, mal hot, wie? So ganz nach Lust und Laune? Wenn du nur hergekommen bist, um uns auf den Arm zu nehmen, dann nein, danke. Euch auf den Arm nehmen? Okay, ich verstehe natürlich, dass ich euch dieser Eindruck aufdrängen mag. Ich möchte mich nicht herausreden oder mein Verhalten entschuldigen, aber würdet ihr mich dennoch als neues Mitglied in eurem Team akzeptieren? Danke, ich für meinen Teil bin bedient. Von mir aus kannst du die Kurve kratzen. Los, Tommy, sage, dass für jemanden wie sie kein Platz in unserem Team ist. Ich sehe kein Problem. Willkommen im Team. Was? Weshalb gestattest du dieser launischen Zimtzicke unserem Team beizutreten? Ich werde das nicht dulden. Niemals. Sag ihm, dass ich recht habe, Dummiesel. Du willst sie doch genauso wenig im Team haben wie ich, stimmt's? Nun, wie soll ich das sagen? Das darf doch alles nicht wahr sein. Also, wenn du wirklich Teil unseres Teams werden möchtest, dann musst du uns vollkommen vertrauen, hörst du? Wir müssen uns aufeinander verlassen können. Hältst du das für möglich? Ich werde mein Bestes geben. Damit wäre die Sache wohl geklärt. Von heute an gehört Viridium zu unserem Team. Dankeschön. Tickst du noch ganz richtig, Tommy? Ich habe doch ganz klar Nein gesagt. Jetzt sei doch nicht so. Was willst du denn überhaupt mit der in unserem Team? Entschuldigung. Es war für mich halt das erste Mal, dass jemand mein Freund werden und dem Team beitreten wollte. Ich war so glücklich darüber, dass ich gar nicht weiter nachgedacht habe. Also ehrlich, ich habe selten eine dämlichere Erklärung gehört. Nun gut, es hat ganz den Anschein, als hätten sich die Gemüter meinetwegen ein wenig erhitzt. Aber ich bin dennoch froh, eurem Teamvater mit Rat und Tat zur Seite zu stehen zu können. Dann werde ich mich jetzt erstmal auf den Heimweg machen. Strepoli? Ja, meine Liebe. Weißt du noch, was du mir vorhin gesagt hast? Was, Dummiesel? Ich hab verstanden. Du kannst dich auf uns verlassen. Was? Wir kommen auch mit. Meine Güte, warum muss er immer jedem sofort vertrauen? Er ist in der Kargschlucht. Folgt mir so schnell dorthin. Nicht so schnell. Meine liebe Viridium, du scheinst den Glauben an diese Welt zwar schon fast verloren zu haben, aber lass dir eins gesagt sein. Kilian und Domi allein sind, nun ja, wie soll ich sagen, man darf die beiden nicht unterschätzen. Ich war genau wie du, meine Kleine. Ich hatte den Glauben an das Gute verloren. Und im Unterschied zu dir jedoch habe ich den Bogen überspannt und Dinge gemacht, auf die ich beileibe nicht stolz bin. Um genau zu sein, war ich noch bis vor kurzem in ziemlich mieser Schuft. Aber all das ist nun vorbei. Seit ich diese beiden kleinen Rackern begegnet bin, hat sich meine Sicht der Dinge grundlegend verändert. Jedes Mal, wenn ich die beiden ansehe, dann überkommt mich das Gefühl, dass diese Welt doch eine zweite Chance verdient hat. Ich glaube, ich verstehe jetzt, was du mir damals sagen wolltest. Hä? Das soll ich gesagt haben? Kann mich gar nicht dran erinnern. Du bist so ein schlechter Lügner. Aber was soll's. Nun, ich hatte zwar nicht vor, mich länger als nötig in Raststadt aufzuhalten, aber andererseits hätte ich nichts dagegen, noch etwas länger hier zu bleiben. Wenn ich hier bleiben sollte, würde ich es vielleicht finden. Dieses besondere Etwas, nach dem ich suche. Yep. So, an dieser Stelle möchte ich nochmal eine ganz kurze Pause machen. Vom ganzen Vorlesen tut mir schon ganz der Hals weh.
So, aber jetzt muss ich erstmal wieder kurz den Chat nachlesen. Ich war gerade voll auf Spiel konzentriert. Moment, wo waren wir denn hier? Okay. Alles klar. Okay, wie gesagt, ich mache jetzt nochmal einen kurzen Stopp. Ich bin wahrscheinlich nachher wieder da. So, wieder 10 bis 15 Minuten Pause. Geht schön aufs Klo, holt euch was zu trinken, was zu essen, was auch immer ihr wollt. Wir sehen uns gleich wieder. So, machen wir heute mal den Pausenscreen rein. Und, jopp.